Du blöder Eisbär. Du blöder Eisbär, warum stehst du da? Denn das Level ist nicht sehr toll. Ich muss es hier wieder nutzen. Mit den Eisbären. Mit den Eisbären ist das natürlich jetzt hier das Level. Und da muss ich schnell rennen manchmal. Und es ist verdammt schwer. Denn. Und was ich noch sagen wollte. Es ist bei Nacht. Nein, bitte nicht. Es ist so kacke. Es ist so kacke. Mag hier halt das noch leicht sein? Ich weiß gar nicht, gibt's. Ja, ein Checkpoint. Und das war schon wieder der erste Fehler. Ich. Meine Finger haben wirr auf den Joystick rumgesucht, wo die Taste ist, damit der Eisbär seinen Arsch bewegt. Wo war denn jetzt die Taste? War das R1? Ja, nee. Doch R1. Oh, okay, ganz normal hier, juhu. Ganz normal bei Nacht mal eine kleine Runde machen. So, hier müssen wir schnell machen, sonst ist das nicht so toll. Und ja. Juhu, ich freue mich jetzt schon. Das ist da erstmal der Anfang hier. Was da noch alles folgen wird. Kann ich nicht schon wieder einen Schnitt machen? Nein. Ich muss das wohl jetzt hier durchziehen. Aber es wird schon wieder hell. Juhu. Aber da werden wir längst nicht mehr hier sein, sondern in unser Jenseits. Nein! Levelende, hoffentlich. So, schnell hier. Das habe ich mir noch gemerkt vom letzten Mal, wo ich das gespielt habe. Verdammt! Kann doch nicht sein, dass ich jetzt jeden Abschnitt hier erstmal sterben muss, um mich den zu merken. Komm schon. Man könnte ja auch mal seine Reaktionsfähigkeit nutzen. Sein schnelles Auge, was nicht vorhanden ist. Na doch, ich habe schon ein Auge. Nicht schnell. Also, es bewegt sich nicht schnell, zum Glück. Nein, was. Ach, was rede ich hier für Kacke? Ich muss mich konzentrieren! Ah, links, rechts, ja, wunderbar. Hier, Kisten, Checkpoint, danke. Ich bin ein Abschnitt weiter und ich muss hier aufpassen, es ist dunkel, ich sehe nichts. So, was kommt jetzt hier? Ah, ja. Diese Wale, die auch nichts Besseres zu tun haben als bei Nacht, ne? Oh, ah, das ist eine Kackstelle. Das ist genau wieder so eine Kackstelle wie immer. Aber ich kann mich auch erinnern, dass man das vielleicht an der linken Seite vorbeirennen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wisst ihr. Ja, wollen wir mal unser Bestes versuchen hier? Nein, ich habe nicht alle Kisten eingesammelt. Halt mal, ich muss einen Schluck trinken. Ja, es war kein Wasser. Okay, Ganze nochmal. Wie gerne würde ich jetzt ein Safe State benutzen? Safe State. Aber nein. Oh, ja, wunderbar. Wunderbar. Ich Trottel. Wie gerne würde ich jetzt meinen Kopf gegen die scheiß Statue hauen. Ja. Springen. Und springen. Und nochmal springen. Wie der Wal. Synchron. Ja. Ja, gut. Gut, gut, gut. Oh, ich mach den Winnetou, wo bist du? Nein. Winnetou hat uns nicht gehört. Selbst Winnetou kann uns hier nicht helfen. ja, wer könnte uns jetzt hier helfen? Superman vielleicht? Okay. Hier, ja, komm. Sehr gut, sehr gut. Okay, bitte ein Checkpoint, danke. Okay, dieser Abschnitt ist auch geschafft. Danke. Und natürlich sind wir bei der Nachtwanderung mit unseren kleinen, schnellen Eisbären nicht alleine, denn unsere Freunde sind auch wieder hier, unsere Plock-Männer. Plockies nenne ich sie mal. Es sind Plockies. Schaut sie euch an, dann wisst ihr, wovon ich spreche. So. Oh. Na, kacke mich mal an hier, ja, du Eisbär. Nee, geh mal beiseite, danke. Damit ich meinen Schmerz noch schmerzvoller bereiten kann. So, hier. Ja! Oh, ist das gefährlich. Ja! Spring! Nein! Nein! Du Leben! Ich brauchte dich doch gar nicht. Ich brauchte nur die Kiste, Mann. Das ist wie wenn ich ein Unboxing-Video mache. Ich nehme eigentlich das auf, damit ihr denkt, ich behalte die Ware, aber in Wirklichkeit schmeiße ich die Ware weg und behalte nur das. Ja, die Box.
So, ah, ja, 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 super, super. Du hättest mich fast in die Pfanne gehauen. Bitte nicht was Schweres hier mehr, danke. Ja, leck mich doch am Arsch. Ist das ein Kacklevel? Aber ich hab's Gefühl, ja, das ist gleich geschafft. Komm. Riech nicht an meinen Arsch, du Eisbär. Mach ich das vielleicht? Nicht während der Aufnahme. Oh, ich springe wieder! Oh, das ist jetzt hier die Kacke wieder. Es ist diese Automatik von meinen Fingern. Das ist eingespeichert nun. Und jetzt werde ich leiden müssen. Okay. Ah, ich... Sag ich doch. Halt! Ich... Hau mich auf die Pfote! So, jetzt klappt's. Freunde, jetzt klappt's. Nicht springen. Jawohl. Nein, bitte. Es ist so eiskalt im Wasser. Juhu. Ich bin ein Eisklotz. Und mir fällt nichts mehr ein. Danke. Oh, Mann. Oh, nicht springen. Aber das war jetzt... Hä? Wie geht das? Eisbär, du kannst auch auf dem Wasser? Na gut, es ist kalt. Es war gefroren. So erklären wir uns das. Oh, nee, du. Das sag ich dir. Los, springen, ja. Ich verpasse wieder die Kiste. Nein! Ricky. Oh. Wie lange geht die Kackaufnahme hier? Kann mir das einer verraten? Nee. Du. Oh, oh, Kiste, du. Ich so eine Kiste. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kartonkiste danach. Ich muss meine Kartons alle. Ich sag's nur nicht, ich nehme sie im Mund. Ich bin so brutal zu der Kiste, ihr werdet es nicht erleben. So, komm bitte. Oh, wo ist denn hier das Ende? Los. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Danke. Gib mir diesen verdammten Edelstein. Danke. Oh. Gott sei Dank. Nee. Oder? Ja, doch, Gott sei Dank. Danke Gott. Der sich kaputt lacht da am Himmel. Okay, Leute, ich mache hier erstmal... Nee, Moment, ich mache keinen Schnitt. Ich habe ihn schon längst gemacht. Wetten? Wetten, ich habe den Schnitt schon längst gemacht? Ja, das ist ja ein bisschen verwirrend. Hä? Wo ist mein Edelstein? Wo ist mein Edelstein? Hä? Wo habe ich den jetzt eingesammelt? Ach, das kümmert's mich. Ey, kannst du mir das mal jetzt verraten, ey? Ich habe sowas von keinen Plan hier. Das glaubt ihr genau. Okay, machen wir mal Plan Food, weil es so lustig ist. Juhu. Es ist mir jetzt ziemlich kalt nach diesem eisigen Level und ich brauche mal wieder was Exotisches, ne? Ja. Okay, das war auch wieder so eine Kacke. Da ist eine Pflanze, ich weiß es, ich kenn's auswendig. So, die will uns schnappen, aber nix da. Vergiss es. Du glaubst nicht, dass ich nach dem letzten Level hier das zulasse. Und du Kackfisch? Was? Springen? Ja. Hast du schön gemacht? Du bist ein feiner frischer Fisch. Und wirst demnächst als Captain Iglo. Nein, das ist mit Zeit Kacke. Nein, ich will nicht. Das schaffe ich nicht. Muss es aber mal. Das war's. Na komm, mache. Ich habe den ganzen Tag Zeit hier. Das war's auch erstmal wieder mit den Zeitrennen. Denn man darf nicht einmal sterben, dann darf man dieses Level erneut machen. So wie ich jetzt hier den Checkpoint nochmal sehen werde. Es ist wunderbar. Und ich rede ganz schnell, weil ich ein Roboter bin. Ja. Nein. Ja, nein, sage ich, weil ihr habt es mir jetzt geglaubt, ne? Mann, ihr seid ja aber sowas von naiv, ihr glaubt mir auch alles. Ich bin kein Roboter. Manche werden es vielleicht enttäuschen. Na egal. Aber ich habe eine Akku-Maske und das ist ja auch schön. Das hat zwar jetzt keinen Zusammenhang damit, aber ist egal. Oh, hier vorbei, los. Ja, ich habe es getroffen, obwohl ich es gar nicht berührt habe. Ah, habe ich das jetzt hier... Habe ich jetzt noch Chancen eigentlich, hier noch einen Edelstein zu bekommen? Ich habe...
keine Ahnung. Okay. Jedenfalls ist hier ein Fragezeichen. Der Riddler hat hier wieder sein Werk hinterlassen. Ja. Habt ihr gar nicht gewusst, nein? Dass Batman hier auch was zu sagen hat. Beziehungsweise Riddler. Ich und meine Fantasien wieder. Ich wünsche mir doch nur, dass Batman hier wäre. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, klingt. Batman stinkt. Wo habe ich das her? Aus euren Filmen. Ich wollte eigentlich jetzt aufstoßen, aber es hat nicht geklappt. Ja, ich weiß, aus welchem Film. Versprochen ist versprochen. Den ich dies Jahr nicht gesehen habe. Aber es ist ein toller Film. Ja. So gibt's. Nee. Hier kann ich ohne Bedenken raufspringen auf unseren tollen Surfbird. Surfbird. Und hier, ja, hier müssen wir nur aufpassen, denn hier sind die Pflanzen. Die nicht weg können. Haha. Gut, ja. Die würden ja sowieso nicht laufen und ich mache wieder denselben Fehler wie immer. Also, hier, du kriegst heimgezahlt. So, ich wollte ja alle Kisten einsammeln. Hat das jetzt noch einen Sinn? Ja, hat einen Sinn. Oder? Ja, es muss einen Sinn haben, denn ich erinnere mich noch an den letzten Video hier. Also in den normalen Let's Plays. Ich weiß nicht, welchen Part. Unter den 10, glaube ich. Da war ja noch nicht das Ziel, hier alle Kisten einzusammeln. Aber es kann natürlich auch sein, dass... Halt, ja. Ich mache irgendwie selben Fehler. Es kann natürlich sein, dass das hier hirnlos ist, was ich mache. Es kann sein wieder, dass das Level völlig umsonst ist und ich springe... Match, achso, X. Achso, beim Eisbären R1 um schnell zu rennen und hier ist es mit X. Das ergibt Sinn. Schnell! Ach du Arschloch! Kackpflanze. Hat sie schmeckt wenigstens, ja? Ich hoffe, ich war richtig bitter. Muss jetzt nochmal? Oh, ich muss nochmal die Gisten einsammeln, Alter. Diesen blöden Weg hier. Also, scheißegal, Bomberfrüchte, ist mir egal. Das verschlechtert euch jetzt die Sprache, ja? Dass mir die Bomberfrüchte egal sind. So. Mist. Muss aber auch ein bisschen zielen hier. Oh, Mann, mach doch mal. Ich drücke es doch. X. Zack. Ganz einfach ist das. Ey, was? Wie soll ich da vorbeikommen? Assi-Pflanze. Kann ich blöd den Kackweg machen durch die Kackpflanze hier? Ich raste gleich aus hier. Scheiß Bombenfrüchte. Hier, alles weg hier. Bäh. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich einen Schnitt mache. Levelende. Ungefähr 26 Minuten aufgenommen. Komm jetzt hier. Oh, ey. Jups. Oh, ey. Da, du siehst doch, wie es geht, Crash, Mann. Jetzt hier los. Mann. Ey, es gibt's doch nicht. Kommt da nicht vorbei. 20 Mal dasselbe machen hier. Das kotzt mir ja schon mal an. Okay, ganz ruhig. Ich hab's doch so gewollt. Vor allen Dingen, da kommt noch einiges auf mich zu. Ey, wenn das hier umsonst war, dann raste ich aus. Ey. Der Karton, der steht schon bereit. Wie ist denn das mal geklappt hier? Okay, ganz links, ganz links, ganz links. Ah, ja. Okay. Warum nicht gleich so? Oh, ich habe mich wieder dumm angestellt. So, komm, bitte, gib mir den Edel. Ja, danke. Es hat sich doch noch gelohnt. Wunderbar. Tam, tam, tam. Okay. Diese paar Falten, die ich jetzt im Gesicht bekommen habe. Und an der Brust. Nee, was? An der Brust? Die haben sich gelohnt, denn es gab doch noch einen Edelstein. Ja, wie gesagt, den Edelstein gibt's da, wenn ich das Level in unter einer Minute mache. Juhu. Da kann ich nochmal schön üben. Aber was mache ich als nächstes? Was war denn das hier? Ich würde erstmal sagen, Leute. Ich schneide hier. Ja, und dann wäre ich natürlich froh, wenn ihr mich wieder beim nächsten Mal bei meinem Trip durch die Hölle in der Crash Bandicoot-Welt begleitet. Also, see ya later.